Mein Name ist Peter Klein. Ich bin Handwerksmeister und Immobilienmakler. Ich bin 52 Jahre alt. Ich wohne in Kirchhain-Anzufar und ich kandidiere als Stadtverordneter für die Bürgerliste Kirchhain. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Also ich finde mich in keiner der anderen Parteien wieder, die sogenannten Altparteien, vermitteln mir nicht das Gefühl, dass ich mit einer gewissen Bürgernähe aufgehoben bin. Und dann habe ich mir eine Alternative gesucht. Warum trittst du gerade für die Liste der Bürgerliste Kirchhain an? Das ist ähnlich der Beantwortung von Frage 1. Es ist einfach so, ich finde mich dort nicht wieder. Ich fühle mich nicht vertreten. Und ich wollte mit Gleichgesinnten mehr wir und weniger ich produzieren in der kommunalen Politik. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain, die Einkaufsstadt. Ich bin nicht gebürtig aus Kirchhain, aber zugezogen, schon viele Jahre hier, war hier auch schon als Handwerksmeister selbstständig, fühle mich hier sehr wohl, lebe mit Partnerin und Kind hier. Hier kann man eigentlich alles machen. Man kann einkaufen, man hat Banken, Apotheken, Ärzte, Schwimmbad, einen Erlensee. Also ein in sich abgeschlossenes System finde ich sensationell. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ich bin ein Fan von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für mich aber immer nicht nur in puncto Klimaschutz, das ist nicht das Einzige, sondern es geht mir um Nachhaltigkeit im Zusammenleben mit Menschen. Ja, wir müssen wieder mehr aufeinander Acht geben und wir müssen versuchen, mit einer größtmöglichen Schnittmenge, müssen wir versuchen, einfach wieder Dinge zu erreichen in der Gemeinschaft. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Also da ich ja hauptberuflich als Immobilienmakler tätig bin, muss ich täglich vermitteln. Ich muss zwischen vielen verschiedenen Parteien versuchen, dass wir ein großes Ganzes hinkriegen. Und das will ich eigentlich auch mit in die Politik nehmen und die Menschen einfach mehr mitnehmen. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Also solche Pauschalsätze wie, das kriegen wir schon irgendwie hin, das machen wir schon, wir schaffen das. All diese Dinge, die eigentlich für mich nur Phrasen sind und die es gilt eigentlich mal mit Inhalt und Argumentation zu befüllen, um die Dinge auch voranzutreiben und nicht zu zerreden. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Definitiv Ja 49. Es ist seit vielen Jahrzehnten geplant, diesen Lückenschluss voranzutreiben. Der ist überfällig, wenn man sich umschaut. Ich bin als Immobilienmakler viel unterwegs. Die ganzen Dörfer, die jetzt so zurzeit unter dem Schwerlastverkehr und dem Verkehr allgemein leiden, die werden nur wenig gehört und es wird Zeit, diesen Lückenschluss zu vollenden. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne Aktivwahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Ganz klar Helmut Schmidt. Ich bin ein absoluter Fan. Ich höre mir heute noch sehr gerne Interviews an, weil er aus meiner Sicht sehr logisch und analytisch hochwertig agiert und immer das Wohl der Menschen im Blick hatte. Bin nicht umsonst 30 Jahre SPD-Wähler gewesen. Leider ist es so, dass ich das Gefühl von Helmut Schmidt wird mir von der SPD nicht mehr vermittelt. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Naja, also ich wünsche mir große Kompromisse und die auch parteienübergreifend. Das heißt, wenn irgendjemand einer anderen Partei oder Wählergemeinschaft gute Ideen hat, dann müssen die Berücksichtigung finden und nicht im Zuge von Parteiengeklüngel so standardmäßig abgewehrt werden. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Da kann ich nicht so ganz so viel zu sagen, weil ich persönlich eigentlich nur ganz wenige kenne und auch nur kurzen Kontakt hatte. Und dementsprechend weiß ich auch über die Eigenschaften nicht wirklich gut Bescheid. Und ein Grund dafür, dass ich in der Bürgerliste bin, ist, dass ich diese positiven Signale eigentlich auch vermisse. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik, tun? Der Abbau von diesen Ressentiments, das ist ganz, ganz schwierig. Ich denke, dass der Karren insgesamt in Deutschland politisch sehr tief im Dreck steckt. Und wir müssen, habe ich schon mal gesagt, einfach versuchen, wieder mehr Gemeinsamkeit zu haben. Und diese Bürgernähe, die so oft publiziert wird,
die muss endlich mal gelebt werden.